Und dann ist man schon bereit und kann ab aufs Rad. Hi zusammen, ich bin der Olli von Bike24 und nehme euch in unserem Format Get Ready With Me mit. Und zwar will ich euch erklären, wie ich mich auf mein nächstes Enduro-Rennen vorbereite. Also, geht los! Was ist eigentlich ein Enduro-Rennen? Also, da geht es darum, einen ganzen Rundkurs zu fahren. Nicht wie beim Downhill, eine Strecke bergab und dort wird die Zeit gemessen. Sondern man fährt bergauf und bergab, selbst aus eigener Kraft. Manchmal auch berghoch mit Liftunterstützung. Und man hat mehrere Wertungsprüfungen, auf denen bergab die Zeit gemessen wird. Das heißt, man braucht etwas andere Ausrüstung, die vielleicht ein bisschen bequemer ist, um eben auch länger auf dem Rad zu sitzen und die Bergaufpassagen meistern zu können. Ich werde jetzt diese Woche bei der Deutschen Meisterschaft im Enduro in Winterberg teilnehmen. Und wer den Bikepark Winterberg kennt, weiß, dort ist Mittelgebirge im Sauerland. Das sind nicht allzu große Hügel. Das heißt, die Stages werden auch nicht allzu lang sein. Das Rennen sieht so aus, dass es am Donnerstag den Trainingstag gibt. Das heißt, man kann sich alle Strecken schon mal anschauen und am Freitag ist dann das eigentliche Rennen. Die genaue Strecke zum Rennen ist noch nicht bekannt gegeben, aber meistens sind das ungefähr 30 Kilometer und 1000 Höhenmeter, mal mehr, mal weniger. Die genaue Streckenlänge blenden wir euch noch unten ein. Wie bereite ich mich eigentlich auf so ein Enduro-Rennen vor? Ich gehe über den Winter echt viel Radfahren und auch Laufen. Eine gute Grundlagenausdauer ist halt wichtig, um bei so einem Rennen wirklich Vollgas geben zu können. Also man muss ja die ganze Runde fahren und dann auch noch auf den Stages genug Kraft haben, um da in die Kurven zu pushen und auf der letzten Geraden nochmal alles zu geben. Ich trainiere auch Sprintintervalle in Vorbereitung auf die Rennen speziell und ich gehe klettern für Kraft und Stabilität in meinem Körper. Und ich mache einige Klimmzüge und Liegestütze übers Jahr hinweg. Also ich habe jetzt keinen konkreten Trainingsplan, aber ich halte mich einfach echt fit. Ach so, und neben der Fitness ist es natürlich auch von Vorteil, immer mal die Fahrtechnik zu trainieren. Also wie fahre ich Kurven richtig, wie springe ich gut. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen, weil bei so einem Enduro-Rennen geht es auch wirklich über Stock und Stein. Es wird steil, es gibt steile Kurven. Also man sollte immer wieder die Fahrtechnik trainieren. Und jetzt schauen wir uns mal mein Rad an, wie ich es für so ein Rennen aufgebaut habe. Ich habe hier meinen Norco Side. Das ist ein All-Mountain Enduro Bike mit 160 mm vorn, 150 mm Federweg hinten, 29 Zoll Rädern vorn und hinten, einer absenkbaren Sattelstütze und einem 12-fach SRAM Antrieb. Also sein Fahrwerk muss ja jeder nach seinem Belieben einstellen. Ich fahre meine Gabel aber zum Beispiel etwas härter als den Dämpfer. Also ich habe hier einen Volumenspacer drin und ungefähr 20% Säg. Am Dämpfer fahre ich so eine Magnac Luftkammer. Dadurch habe ich 30% Säg und trotzdem relativ viel Progression, dass der Dämpfer nicht durchschlägt. Ich fahre das so, weil ich denke, ich damit ganz gut kraftsparend unterwegs bin. Also auch wenn es mal tiefere Löcher gibt oder so, dann haut es mich nicht ganz über den Lenker. Aber hinten habe ich echt gut Grip durch die 30% Säg. Super finde ich es auch, wenn man seinen Dämpfer sperren kann. Also ich habe hier so einen kleinen Hebel und dann kann man echt etwas kraftsparender bergauf pedalieren. Reifen fahre ich hier jetzt eine Kombination von Maxxis. Vorne ein Assegai mit Exo Plus Karkasse in 2,5 Zoll Breite. Hinten ein Minion DHR2 mit Double Down Karkasse in 2,4 Zoll Breite. Hinten habe ich noch einen Kashcore XC Pannenschutz drin. Einfach um sowohl die Felge als auch den Reifen zu schützen, wenn ich über Steine oder Wurzeln rumpel, dass hier nichts kaputt geht. Denn eine Panne kostet immer mehr Zeit als ein paar mehr Gramm am Bike. Das ist auch meine Devise an so einem Enduro-Bike. Also lieber etwas robuster aufbauen und ein paar mehr Gramm in Kauf nehmen, als auf Leichtbau setzen und wegen einer Panne dann Zeit im Rennen vergeuden. Ich fahre am liebsten Klickpedalen, also damit ist man recht effizient unterwegs. Man steht immer gut auf der Pedale. Ich habe mir jetzt neu für das Rennen mal so Handguards angebaut. Also gerade jetzt, wo unsere Trails immer mehr zuwachsen, ist das, glaube ich, ganz cool, wenn nicht die ganze Zeit die Äste vor die Hände peitschen. Und so einen Mudguard am Vorderrad, der schützt auch gegen den ganzen Dreck, der hochgeschleudert wird und am Ende in deinem Gesicht landet. Oder in meinem. Das Fahrrad ist ja nur die halbe Miete bei einem Enduro-Rennen. Ich zeige euch jetzt noch, wie ich mich dazu eigentlich anziehe. Als erstes habe ich natürlich eine Bib-Short an, also eine Hose mit Polster. Man sitzt ja eine ganze Weile im Sattel, also ist das schon ganz praktisch, damit der Arsch nicht so weh tut. Kann ich das sagen? Damit der Po nicht so weh tut. Und die Bib-Short, die ich hier habe, die hat noch so ein paar Taschen an den Hosenbeinen und auch an den Trägern hinten, was ganz praktisch ist, um ein bisschen Zubehör und Equipment mitzunehmen. Und die seht ihr dann nochmal im Detail. So, jetzt seht ihr die Bib-Short hier im Ganzen und hier hinten auch die Taschen. Das sind wie Trikottaschen. Da passt einiges rein.
Die nächste Lage besteht ansonsten aus Knieprotektoren und meiner Protektorenjacke. Ich trage hier eine mit Brustschutz, Ellbogen, Schulter und auch Rückenprotektor. Wichtig ist dabei, dass man sich damit wirklich frei bewegen kann, dass einen das nicht einschränkt, dass die auch nicht reiben, wenn man länger pedaliert. Und dann kann es auch schon zur nächsten Lage gehen. Trikot und Hose sind die nächste Lage. Ich entscheide mich mittlerweile immer für eine lange Hose beim Rennenfahren, einfach aus dem Grund, dass die Knieschoner nicht verrutschen können. Also sowohl beim Pedalieren auf einer Stage als auch bei einem kleinen Sturz könnten die mal an die Wade rutschen, dann fühlt man sich nicht mehr so sicher. Ein langes Trikot sieht gut aus und verdeckt alle Schoner. Und die Klickschuhe sind natürlich wichtig, wenn man Klickpedale fährt. Bei dem Rennen diese Woche soll es etwas frisch werden, deswegen habe ich jetzt noch eine Weste angezogen. Die ist vorn winddicht und hält mich einfach ein bisschen wärmer. Und ganz praktisch ist auch, dass die hier rechts und links noch eine Tasche hat. Dann ist der große Full-Face-Helm einerseits vorgeschrieben, andererseits auch sehr sicher bei so einem Rennen. Handschuhe sind ebenfalls vorgeschrieben. Die sind aber auch praktisch, weil man schwitzt ja, wenn man sich anstrengt. Und dann hat man damit einfach etwas mehr Grip am Lenker. Und auch wenn man stürzt, dann sind die Hände noch besser geschützt. Und die Goggle, diese große Brille, die passt einerseits perfekt in den großen Helm. Andererseits schützt sie vor allem möglichen Dreck, der rumfliegt, dass einem nichts in die Augen fliegt. Die hier ist auch doppelt verglast, das heißt, die kann schwer beschlagen oder selbst wenn sie beschlägt, dann wird die sehr schnell wieder frei. Und dann macht man den Helm noch zu. Und dann ist man schon bereit und kann ab aufs Rad. So, neben den Klamotten und dem Fahrrad braucht es noch ein bisschen mehr Equipment und Zubehör, um auf gewisse Vorkommnisse vorbereitet zu sein. Ich habe hier zum Beispiel an meinem Bike einen Multitool hängen mit allen möglichen Inbusschlüsseln, Kettennieter, Reifenheber und auch ein Kettenschloss, um gewisse Pannen beheben zu können. Also wenn mir mal die Kette reißt, kann ich sie flicken. Ansonsten setze ich eher auf eine große Pumpe anstatt auf eine CO2-Kartusche, einfach weil die Zeit dann eh verloren ist. Ich pumpe lieber und es ist auch besser für die Umwelt, als ständig CO2-Kartuschen zu entleeren. Und hier in meinem Tretlager habe ich so einen Stopfen mit. Oh, da geht manchmal schwer raus, jetzt kriege ich ihn gerade gar nicht raus. Aber hier ist er, so ein tubeless Pannenwerkzeug. Hier ist so eine klebrige Wurst dran, gibt es von Max Salami oder auch von anderen Herstellern. Und das steckt man dann einfach in das Loch im Reifen, sodass der wieder dicht ist und pumpt noch nach. Und was ich auch empfehlen kann, hier ins Tretlager passen dann auch noch Kabelbinder. Und die kann man für gewisse Sachen immer mal gebrauchen. Falls einmal ein Schalthebel abfällt, abbricht, eine Schraube verloren geht, kann man damit ein paar Sachen flicken. Was man natürlich nicht vergessen darf, sind die Snacks. Die habe ich heute zum Dreh leider vergessen, aber bei einem Rennen hätte ich jetzt hier einen Isotrink in meiner Flasche, einfach um die Mineralstoffe, die ich ausschwitze, auch wieder aufzunehmen. Ich hätte so weiche Haferriegel dabei, die mag ich einfach, weil die leicht zu kauen sind. Und so Energy-Gummibärchen wie diese Cliff Blocks finde ich auch noch super, um die einfach während des Rennens zwischen den Stages immer wieder zu snacken. Bei längeren Enduro-Rennen, wo die Verpflegung zwischen den Stages nicht 100% sichergestellt ist, also dass man trinken und Snacks auffüllen kann, nehme ich noch diesen kleinen Rucksack mit. Der hat hier unten eine 2,5 Liter Trinkblase drin. Damit kann ich mich dann wirklich auf einer längeren Radfahrt selbst versorgen. Der kommt auch normalerweise noch mit einem Rückenprotektor, den brauche ich jetzt nicht im Rucksack, da ich ja meine Protektorenjacke schon trage. In dem Rucksack habe ich dann auch noch einen Schlauch, also selbst mit Tubeless und dicker Karkasse und Cashcore kann mal eine Panne passieren, sodass man doch noch einen Schlauch braucht. Und eine Regenjacke hat da auch noch Platz in dem Rucksack, falls sich mal während des Tages das Wetter ändert. Und dann ist man wirklich bereit. Zum Ende will ich euch nochmal meine wichtigsten Tipps zusammenfassen. Also Tipp Nummer 1 ist für mich Robustheit statt Leichtbau am Fahrrad. Also ein Enduro-Bike lebt wirklich davon, eher robuste Parts und Reifen zu haben. Weil jede Panne kostet mehr Zeit als ein paar hundert Gramm mehr am Bike. Tipp Nummer 2 sind die wirklich bequemen Protektoren. Muss jeder für sich selbst ein bisschen rausfinden, was da für ihn passt. Die lange Hose ist für mich essentiell, damit wirklich nichts verrutschen kann in irgendeinem Fall. Und die doppelverglaste Goggle, die kann ich euch echt empfehlen. Das war für mich ein Gamechanger, als ich umgestiegen bin. Und Tipp Nummer 3 habe ich mir extra bis zum Schluss für euch aufgehoben. Und zwar kann ich euch nur empfehlen, nehmt euch eine Actioncam mit zu dem Rennen. Insbesondere bei dem Rennen, das ich jetzt bestreite, gibt es ein
Trainingstag und ein Renntag und meistens schafft man es am Trainingstag auch nur jede Strecke einmal zu fahren. Das heißt, mit der Kamera kann man jede Strecke aufnehmen und die dann abends sich nochmal anschauen und wirklich einstudieren wie so ein Bobfahrer. Und dann ist man wirklich bestens vorbereitet auf den Renntag. So, das waren meine Tipps und Tricks, wie ihr euch vielleicht etwas besser aufs nächste Enduro-Rennen vorbereiten könnt. Für mich ist das auf jeden Fall der Weg. Also wenn es jetzt nichts wird, dann liegt es halt an mir und nicht mehr am Fahrrad oder den Klamotten. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ich mache jetzt los zum Rennen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Olli von Bike24.